Hallo und herzlich willkommen zum Livestream von Gottes Haus. Heute Abend geht es um das Thema Beziehung. Und zwar Beziehung von uns zum Herrn und umgekehrt. Und umgekehrt. Und auch unsere Beziehung zu Jesus in stressigen Zeiten. Was ist, wenn wir an das Ende unserer eigenen Möglichkeiten, an das Ende der Dinge gekommen Allerdings, sind? Ja. Wie sieht es denn dann mit unserer Beziehung zum Herrn aus? Das ist heute das Thema. Und wir beten und hoffen, dass es dich sehr ermutigt für deinen Kampf, den du führst, vielleicht für die Dinge in deinem Alltag, die noch nicht geklärt sind. Aber sei gespannt, bleib mit dabei, wenn wir uns jetzt diesem Thema widmen. Jawohl. Vorher noch eine kurze Info. Heute in 2 Wochen geht's los. Wir sind in der Schweiz zu einer Konferenz. Wir freuen uns schon. Es wird super. Und ja, wir werden dann einen coolen Livestream vorbereiten, den wir dann an dem Freitag ausstrahlen. Geht also nahtlos weiter. Herzliche Einladung, also jeden Freitag dabei zu sein. Richtig. Wir wollen jetzt miteinander beten. Sei einfach jetzt auch mit dabei, mit deinem Herzen, mit deinen Gedanken, dass du dich trennst von den Gedanken des Alltags. Das ist sehr wichtig, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschenken lassen wollen. Herr, wir danken dir für diesen Tag, den du uns gegeben hast und wo du uns durchgeführt hast. Und jetzt sind wir hier und wir beten, dass unsere Herzen geöffnet sind, dass unsere Ohren, unsere Herzensohren, unsere geistlichen Ohren, dass sie geöffnet sind für dich, für dein Wort. Heiliger Geist, wir beten, dass du zu jedem sprichst, der hier im Livestream mit uns zusammen ist. Dass dein Wort läuft, dass dein Wort in gerade Richtung geschnitten ist. Dass Veränderung kommt, Ermutigung, Erfrischung von deinem Angesicht. Wir danken dir für die Fülle deines Wortes, die du uns immer wieder sehen und schmecken und erfahren lässt. In Jesu Namen. Amen und Amen. Ja, Halleluja. Dann auf geht's. Auf geht's in dieses spannende Thema, unsere Beziehung zum Herrn in stressigen Zeiten. Das ist wirklich ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, immer wieder mich aufmerksam sein lässt auf die Dinge in meinem Alltag. Wie sieht es denn wirklich aus, wenn es eng wird? Und dazu wollen wir uns heute in das Leben oder wir wollen heute in das Leben eines der bekanntesten Lieder und Gebetsdichter, also Liederdichter und Gebeteschreiber hineinschauen. Einem, der wohl durch seine Gebete und durch seine Lieder in den Jahrtausenden Millionen von Menschen aus jedem Volk und aus jeder Nation zu einer tröstlichen Antwort geworden ist, wenn ihre Gedanken beunruhigt waren, wenn die Zeit ihres Lebens dunkel wurde, wenn sie entmutigt waren, depressiv waren, wenn sie niedergeschlagen waren vom Feind, wenn ihre Seele betrübt war in den bedrängenden Alltagsdingen. Sicher weißt du, dass ich von David spreche, diesem Herzensmann Gottes, diesem Überwindermann Gottes, der einen Chor mit 4000 Sängern und Musikern aufgestellt hat, die unaufhörlich das Lob Gottes erklingen ließen und dessen Lieder niemals in irgendeiner Notenform niedergeschrieben wurden. Es gibt keine Notenblätter über diese Lieder, aber es gibt die Gebete, es gibt diese Worte, die unsere Herzen immer wieder erheben, die wir lesen und wo wir herausgehoben werden aus dem Getümmel des Feindes. Seine Gebete auf den Feldern bei den Schafen, oder wenn er unterwegs war, wenn er in Kämpfe verwickelt war, sein Ringen in den Verfolgungen des Feindes, seine Lieder, alles brachte immer nur diesen einen hervor, diesen Gott seines Herzens, diesen Gott, den er in allen Dingen ehren wollte, diesen Gott, zu dem er hinschaute, diesen Gott, von dem er alles erwartete, diesen Gott, der
über die Möglichkeiten, die David selber hatte, viel, viel mehr zu tun vermochte, als er es dachte. David besang diese Wahrheiten Gottes und erhob sie hervor, sodass sie Himmel und Erde erfüllt haben und bestimmt auch oft dein Herz erfüllt haben. Ich lese sehr oft in den Psalmen. Die Psalmen haben etwas, wo ich sage, sie spiegeln Gefühle wider, sie spiegeln Emotionen wider, die wir empfinden. Sie spiegeln die Freude wider, die schier unbändig ist, wenn wir den Herrn loben. Sie spiegeln wider, wenn wir zutiefst betrübt sind. Sie spiegeln wider, wenn wir in Tränen aufgelöst sind oder in Schmerzen sind oder einfach in den Bedrängnissen. Für mich sind die Psalmen immer wieder ein Zufluchtsort und sie sind mir Ermutigung, Korrektur, sie sind mir Aufforderung, die Dinge zu verändern, die Aufforderung, wieder aufzustehen aus den Umständen. Sie sind mir in den Nächten eine Korrektur, wieder den klaren Weg Gottes zu sehen. Sie sind mir Stärke, Freude, Trost, Inspiration und ich liebe es, in den Psalmen zu lesen. Sie sind wirklich ein kostbarer Schatz in dieser Schatztruhe des Wortes Gottes. Und diese Psalmworte, sie schaffen immer wieder in mir das Bedürfnis, mich meinem Herrn, meinem Jeschua zu nähern, wie es David tat und wie er es so oft beschrieben hat. Die Worte in dem Psalm heben mich heraus, tatsächlich aus dem Getümmel des Feindes. Und diese Psalmworte, viele kann ich mittlerweile auswendig. Sie begleiten mich an Orte, wo niemand da ist, der mir sie zusprechen könnte. Aber sie sind tief in mein Herz eingegraben. Der Heilige Geist bringt sie dann hervor und sie stärken mich und sie ermutigen mich. Es ist diese Tiefe der Gemeinschaft, zu der ich immer wieder hingezogen werde, wenn ich in den Psalmen lese. David besingt die Majestät Gottes. Und dann denke ich, hey, genau das will ich auch. Ich will Gottes Ehre suchen. Ich will ihn anbeten. Ich will ihn über alle Dinge meines Lebens stellen. In seinen Worten kommt dieser große, dieser hohe Lobpreis zum Ausdruck, der mir sagt, ja genau, ich muss mich über diese Umstände meines Lebens hinweg bewegen, hinwegsetzen und genau, ich will dem Herrn danken für die Wunder, die er an mir tun wird. In den Zeiten von Leid, von Bedrängnis, von Schmerzen, da sage ich, ja genau, du bist der Gott, der da heilt alle meine Gebrechen. Und du erneuerst meine Hoffnung in mir. Sind es Davids Worte über Zeit und Ewigkeit, dann sage ich, ja, Herr, genau, meine Zeit steht doch in deinen Händen. Mein Weg ist offen vor dir. Nichts ist verborgen vor dir. Ich wurde gebildet im Leib meiner Mutter, bevor überhaupt noch irgendjemand wusste, dass ich existiere. Da wusstest du es. Könnte ich fliehen vor deinem Angesicht? Du wärst auch doch da. So, das sind diese Dinge, wo ich lese im Psalm 55, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen und er wird nicht zulassen, dass der Gerechte in Ewigkeit wankt. Lass dir die Psalmworte dienen, suche in den Psalmen, schreib sie dir auf, schreibe Psalmverse ab, lerne sie auswendig, lass dir die Kraft der Worte in den Psalmen zum Dienst der Hoffnung und Zuversicht werden. Die Lieder und die Gebete Davids, das sind seine Zeugnisse über die Intensität seiner Beziehung, die er zu Jahwe hatte. Und deshalb wird er auch aufgrund der Beziehung zwischen Jahwe und ihm, wird er als ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Er kannte seinen Gott und sein Gott kannte ihn.
Diese Beziehung war tief, sie war belastbar und sie war immer wieder erfrischend neu. Und das ist es, was ich suche. Das ist es, was ich aufgrund des neuen Bundes in Jesus habe, was ich in Jesus suche, wo ich immer wieder mehr und mehr in diese Tiefe der Beziehung zu Jesus hineingehe. Du weißt sicher, dass die Bibel eine schonungslos offene Berichterstattung immer hat, in allen Dingen. Die Bibel beschönigt nichts. Und so berichtet sie auch aus Davids Leben, wie es ist, wenn man an das Ende der menschlichen Möglichkeiten kommt. Er kam an solch ein Ende. Ein Beispiel für uns. Auch dieses Beispiel ist eine Sache, die um die Beziehung von Jesus und mir spricht. Wie ist es denn, wenn ich ans Ende meiner Möglichkeiten komme? Wie tief ist denn eigentlich meine Beziehung zu ihm? Was ist, wenn die Dinge sich in unserem Leben nicht so entwickeln, wie wir es gedacht haben? Wenn es um unsere Nachfolge und Hingabe an ihn geht, den wir lieben und dem wir folgen wollen, wohin er auch geht oder uns beauftragt, wie ist es dann? Gehst du auch dann noch mit? Wie ist es? Bleibst du dran, wenn du noch nicht dieses ersehnte Heilungszeugnis erlebt hast? Wie ist es, wenn sich die Dinge in deinem Alltag doch noch nicht so entwickelt haben, noch nicht so dargestellt haben, wie du es dir wünscht, wie du das gebetet hast, wie du das erfleht hast von Gott? Wie ist dann deine Beziehung zu Jesus? Ist sie tief? Wie ist es, wenn Frust, wenn Depression, wenn Angst, wenn Sorge, wenn Ablehnung, wenn Krankheit oder was auch immer sich breit machen, wenn sie vollkommen dein Denken in den Griff zu bekommen versuchen? Wie verhalten wir uns dann? Wir wollen in Davids Leben eine solche Situation jetzt anschauen. Lass mich noch vorher etwas sagen. Manchmal sagen Leute: Oh, wenn ich die Dinge im Alten Testament mir anschaue, wenn ich die lese, das ist irgendwie alles ein bisschen zu heftig. Das ist einfach so, dass ich dann noch mehr Fragen habe und ich kann mich gar nicht darin wiederfinden. Und dann entscheiden sich die meisten dazu, dass sie dann weiterblättern, dass sie dann zum Neuen Testament kommen, weil das ist ihnen vertrauter, da können sie sich am ehesten wiederfinden. Aber ich will dich ermutigen, lass dich nicht abbringen davon, in dem Alten Testament die Berichte und die Heldentaten und die Herausforderungen und die Niederlagen und den Sieg und alle diese Dinge zu lesen. Denn sie sind wichtig. Du kannst darin einen großen Segen für dich entdecken. Und vieles, was sich in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Beziehung mit Jeschua, wie sich das darstellt, das wirst du genau hier abgebildet wieder entdecken. Gerade wenn es um die Kämpfe und Auseinandersetzungen mit den feindlichen Übergriffen in deinem und meinem Leben geht, dann werden wir hier bestimmte Strategien wiederfinden, die uns helfen können, diese Dinge zu überwinden. Lass also nicht die Dinge des Alten Testaments aus. Ja, manche lassen uns fragen, aber bleib doch nicht an denen genau hängen, sondern schau auf diesen großen Bogen, den das Alte Testament schlägt. Schau darauf, wie du Jeschua im Alten Testament finden kannst, wie du ihn entdecken kannst, wie du seinen Weg schon vorgezeichnet, vorgeschattet von den Propheten im Alten Testament findest. Und wie der Heilige Geist in dir arbeitet, um dir Strategien, Wege, Ideen, Kreativität schenken wird aus dem, was du hier liest. Wir lesen hier manchmal diese Beschreibung oder meistens die Beschreibungen aus dem natürlichen Bereich, weil es
um die Auseinandersetzung mit tatsächlich natürlichen Bedrohungslagen geht. Mit Belagerungen, mit Kämpfen, mit Verfolgung, mit ganz realen menschlichen Feinden. Es geht um Verfolgung, es geht um Bedrängnis, es geht um Versuchung, es geht um Lüge, es geht um Betrug, es geht um alle Dinge im Alten Testament, die wir auch heute in unserem Leben doch haben. Für uns heute passieren diese gleichen Dinge im geistlichen Bereich. Das müssen wir immer wissen. Wenn wir die Dinge im Alten Testament verfolgen, wenn wir die Berichte lesen, so müssen wir immer diesen Abgleich schaffen, dass wir uns überlegen, wie ist das denn in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Jesus im neuen Bund? Und was bildet sich da ab? Denn auch du und ich, wir werden doch attackiert vom Feind. Wir werden doch belagert. Wir werden doch aufgehalten von dem Zwischenwerfer. Wir werden beraubt in vielen Dingen und unsere Beziehung zu Gott wird immer wieder durch die miesen Einflüsterungen des Feindes unterwandert. Das ist genau das im geistlichen Bereich, was du im natürlichen Bereich im Alten Testament lesen kannst. Wir wollen uns heute mit einer Situation in Davids Leben beschäftigen, wo es um diese Beziehung zu Yahweh geht. Wir lesen in 1. Samuel 30, 1 bis 25 ungefähr, wird uns dieser Bericht von dieser Situation in Davids Leben geschrieben. Es wird eine Begebenheit berichtet, die damals im Natürlichen in der Zeit Davids passierte und sie hat eine starke Bedeutung für uns heute in den Herausforderungen, in den Situationen, in denen wir sind. David war auf der Flucht vor Saul. Saul verfolgte ihn und bedrohte sein Leben. Es blieb ihm nur ein kleiner Ausweg, als er den Philisterkönig Achish um Asyl bittet. Der überlässt David dann die Stadt Ziklag als Zufluchtsort und er sammeln sich dort die Kämpfer und die Helden aus den umliegenden Gebieten und sie ordnen sich in Davids Kampftruppe ein. Von Ziklag aus führt David Kämpfe gegen die im Süden etablierten Gerischiter und Amalekiter, die dem Philisterkönig allerdings als Ausfälle gegen Juda verkauft werden. Also David nutzt hier eine nicht ganz aufrichtige Strategie. Er führt Kämpfe gegen diese Stämme, aber dem König von Achish, der ihm ja Asyl gewährt hat, dem verkauft er das als etwas, was er gegen Juda unternimmt. Aber es dauert nicht lange und ich glaube, das war Gottes Eingreifen schon. Es dauert nicht lange, da wendet sich dieses Blatt. Bei einem geplanten Kampf gegen Israel formieren sich die Kämpfer der Philister und ziehen an den Obersten und an König Achish zur Begutachtung der Heeresmacht vorbei. Also alle Kämpfer stellen sich auf, sie gehen an den Obersten und an dem König vorbei. Auch David mit seinen Kämpfern. Als die Obersten der Philister David und seine Kämpfer aufmarschieren sehen, werden sie misstrauisch gegen ihn und fürchten, dass David sich mitten im Kampf vielleicht gegen sie wenden würde. Und selbst der Einspruch von dem König Achish bei den Obersten kann diese Sache nicht abwenden und sie verlangen, dass David abziehen soll. Du kannst das lesen in dem Kapitel vorher, in 1. Samuel 29, Vers 3. So macht David sich also jetzt zurück auf den Weg nach Ziklag. Dort hat er ja seine Station, dort hat er alle Tiere, sein Auskommen, die Frauen und Kinder sind dort. Und das ist das, wo er jetzt diesen Rückzugsort ja noch hat. Als sie 3 Tage etwa unterwegs waren,
und sich diesem Wohnort Ziklag nähern, bemerken die ersten von den Kämpfern den Brandgeruch. Und dann sehen sie es. Ziklag war zu Asche verbrannt. Alle ihre Habe, alle Frauen, Kinder, alle waren gefangen genommen und weggeführt und das Vieh war weggetrieben. Der Grund war, die Amalekiter waren in das Südland eingefallen und in Ziklag hatten sie alles geschlagen und mit Feuer verbrannt. Das war die Situation, die David jetzt mit seinen Leuten vorfindet. Eine schwierige Situation, wenn nichts mehr so ist, wie es vorher war. Wenn das, was als Sicherheit gedacht war, als Rückzugsort, als vielleicht ein Ort, wo er neu überlegen wollte, wie er jetzt sein Leben weitergestalten würde mit seinen Kämpfern, wenn das nicht mehr möglich ist, wenn alles ans Ende gekommen ist. Vielleicht sind einige hier unter uns, die vielleicht genau in solch einer Bedrängnis gerade stehen. Nichts ist mehr wie vorher. Alles hat sich verändert und sieht tatsächlich nach verbrannter Erde aus. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Menschen, die weggenommen wurden, Situationen, die sich krass verändert haben, Dinge, die einfach nicht mehr so sind, wie sie noch gestern oder vorgestern oder letzte Woche waren. Nichts ist mehr wie vorher. Und genau an diesem Punkt, an diesem wichtigen Punkt unseres Lebens, wenn das so bei dir ist, dann ist die entscheidende Frage, wie sieht deine Beziehung zu Jeschua aus? Wie ist sie gestaltet? Kennst du ihn in der Not, in der Ausweglosigkeit? Ist das so, dass er deine Zuflucht, deine Hoffnung, dein fester Anker ist? Stehst du wirklich auf dem Felsen Christus? Ist deine Beziehung tief? Ist sie belastbar? Ist sie echt? Oder bist du schon dabei, ins Murren, in eine Vorwurfshaltung, in eine Ablehnung, in eine Bitterkeit, in eine fragende, vorwurfsvolle Haltung gekommen? Herr, was hast du da mit mir gemacht? Wie ist deine Beziehung zu Jeschua? Es ist ganz, ganz wichtig, was wir in solchen Situationen tun. Kennst du Jesus? Und hast du wirklich diese tiefe Gewissheit, dass er dich kennt? In 1. Samuel 30, Vers 4 lesen wir jetzt hier in dieser Situation, in die David gekommen war, von der ganz und gar emotionalen Situation, die eingetreten war. Es heißt hier: Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Guck mal, das waren Kämpfer. Das waren keine Leute, die noch nichts gesehen hatten, die immer nur gute Zeiten hatten. Das waren Leute, die gerungen haben in fast aussichtslosen Kämpfen, die wirklich gegen Feinde aufgestanden sind. Und hier an diesem Punkt, wo sie echt ans Ende gekommen sind, verbrannte Erde, alles Asche, hier lesen wir, dass sie ihre Stimme erhoben und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Eine sehr ernste Sache. Sie hatten viele Kämpfe durchgestanden, aber jetzt war einfach nur noch diese Flut von Tränen da. Und das Schlimmste eigentlich jetzt war, was dann passiert. Nämlich die, die David gefolgt sind, das sind die, die ihm ergeben waren, die seiner Führung vertraut haben, die seinem Kommando sofort gefolgt sind. Sie werden von Hass und Ärger überlagert. David war wirklich in große Bedrängnis gekommen. Bedrängt vom eigenen Schmerz,
erbittert über den Feind, bedrückt, wie er sich nun verhalten sollte. Und die Situation war bedrückend und sie spitzte sich so zu, dass sogar seine tapferen Helden sich gegen ihn positionierten und ihn sogar steinigen wollten. Sie trachteten ihm nach dem Leben. Die eben noch mit ihm im Kampf Seite an Seite gestanden haben, die mit ihm gezogen waren, die hatten auf einmal Steine in den Händen, um David umzubringen. Einer musste schließlich für diese Krise, für den Verlust, für den Schmerz, für diese verbrannte Erde herhalten. Und das war David. In Vers 6 von 1. Samuel 30 lesen wir, denn die ganze Seele des Volkes war erbittert, jeder war erbittert, jeder, ausnahmslos jeder. Was machst du denn, wenn dein Herz so betrübt ist über die Verluste, über die Dinge, die so schwer sind, dass du keinen Ausweg mehr siehst? Was machte David, als keine Tränen mehr da waren? Der absolute Höhepunkt in diesem Bericht, und das ist dieser Satz, der mich immer wieder herausholt, der mich immer wieder auffordert, der mir immer wieder die Richtung zeigt. Das ist dieser Satz, der die Öffnung für mich ist, aus all diesem, wo ich mich so bedrückt und bedrängt und so hilflos fühle. Da heißt es, aber David stärkte sich in Jahwe, seinem Gott. Mir gefällt das so gut. In seinem Gott. David stärkte sich in seinem Gott. Was für eine geniale Entscheidung. Immer wenn ich das lese, dann fasse ich neuen Mut. Was ist mit meiner Stärke? Was ist mit deiner Stärke in Gott? Wie mache ich das denn, wenn ich mitten in der Bedrängnis und den negativen Gedanken und Erwartungen festzustecken scheine? Wenn einfach anscheinend nichts mehr geht? David brauchte jetzt in dieser Situation etwas von Gott. Nicht nur ein bisschen, nicht nur irgendetwas, sondern etwas Bestimmtes. Er wusste, dass er bei seinen Leuten mit einer menschlichen Ermutigung und mit Trost und mit, na komm und es wird schon wieder, damit kam er doch gar nicht durch. Und es geht auch in deinem Leben nicht so. Ganz im Gegenteil. Die, die ja eigentlich mit ihm waren, die hatten sich in der Bedrängnis gegen ihn gewendet jetzt, gegen ihn opponiert. Der Schmerz war in ihnen anscheinend so groß, dass es auch keine andere Reaktion für sie gab, als dass sie David umbringen wollten. David brauchte jetzt unbedingt ein ganz persönliches Wort von Gott. Nur das würde ihm jetzt helfen. Nur das würde ihm genug Kraft und Zuversicht geben. Und das hatte er ja auch oft schon so erlebt. Oft waren Situationen da, wo er genau an solchen ähnlichen Punkten angekommen war. Ein Rhema-Wort, ein Strategieplan, etwas, was Gott in den Möglichkeiten, die nur Gott hat, ihm geben würde. Eine Lösung nur für ihn, jetzt, ganz speziell, jetzt. David kannte seinen Gott und in ihm suchte und fand er die Stärke, die Dinge, den Dingen gegenüberzustehen. Das Wort stärken, was hier steht, das bedeutet so viel wie ergreifen, festhalten, nicht loslassen. Das ist das, was wir tun müssen, ihr Lieben. Das ist das in den Situationen, die so schwierig sind. Nicht den Herrn loslassen. Ergreif ihn neu. Fass ihn beim Wort. Erinnere ihn an seine Verheißungen. Bete und lass dich nicht entmutigen von den Dingen, die da sind. Mut fassen und sich selbst ermutigen mit dem Wissen, dass Gott groß ist und auch in der Lage ist, aus selbst dieser hochbrisanten Situation herauszuhelfen. Jahwe wird eine Lösung haben. Das war doch auch die Erfahrung, die David hatte, als er auf der Weide war, als er Saul so oft ausweichen musste. Es waren doch diese Situationen, die so schwierig waren, wo er selbst nichts an Lösung hatte.
Vielleicht erinnerte sich David genau daran, wie Löwe und Bär sie ihn bedroht hatten. Da ging es auch um sein Leben und nicht nur um sein Leben, sondern um die Schafherde, für die er verantwortlich war. Hier hat er geübt, in den Sieg zu kommen. Er war sich sicher und er wusste tief in seinem Herzen, nur Gott kann übernatürlich helfen. Das Wort stärken meint auch, Wissen, dass von Gott Stärkung ausgeht. Die Aufforderung, stark zu sein, steht häufig in der Verbindung mit dem Verheißungswort und bezieht sich immer auf die Treue Gottes. Und so kommt es auch dazu. David lässt sich von dem Priester Abjatar, der mit ihm war, das Ephod bringen. Dieses Ephod, das ist ein Teil der priesterlichen Kleidung. Da kannst du darüber lesen in 2. Mose 28, 6 bis 14. Und Gott ist wirklich treu. In 1. Samuel, Vers 8, spricht Gott zu ihm über den Plan, den er David wissen lässt. Jage ihnen nach. Du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Ein Wort, was ich oft proklamiert habe. Ich jage dem Feind nach. Ich lasse nicht ab, bis er aufgegeben hat, mich zu bedrängen, mich zu belagern, mich zu belasten, mich zu attackieren. Hier wird uns wieder diese Strategie des Herrn bewusst. Wir jagen dem Feind nach. Und er verbindet gleich hier, Jahwe verbindet gleich hier in dem Auftrag oder mit dem Auftrag den Sieg. Er sagt, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Weißt du, wenn du das als Wort Gottes hast, das Wort Gottes ist mächtig, es ist kräftig, es ist stark. Ganz gewiss wirst du den Sieg haben. Er wird dir Rat geben und er wird nicht versäumen, bei dir zu sein. Das sind seine Versprechen, seine Verheißungen bis ans Ende unseres Lebens. Und das, was hier an dem Punkt echt wichtig ist, und das solltest du wirklich mitnehmen aus diesem Ermutigungsabend, die Beziehung zu Jesus, die wird sich nicht erst dann entwickeln können, wenn du mitten im Kampf gegen den Feind stehst. Die wird sich nicht entfalten, wenn der Feind ständig deine erste Agenda ist. Sie wird nicht im Kampf gefunden und vertieft. Sie ist keine Funktionsbeziehung oder die Beziehung zum Herrn ist nicht, also ich habe eine Beziehung mit dir, wenn du dies oder das für mich tust. Die wir dann benutzen, wenn es uns schlecht geht. Dass wir uns dann an ihn wenden, wenn wir keinen Ausweg mehr haben. Lass uns doch das Bleiben an Jeschua mehr und mehr einüben. Lass uns mehr da hineingehen. In der Krise wird sich nämlich zeigen, wie tief die Liebe von mir zu Jesus ist. Wie tief ich in dieser Beziehung eingewurzelt und gegründet bin. Wie sicher ich auf dem Felsen Christus stehe. Wie sicher stehst du denn? Wie sicher ist denn der Felsen, auf dem du stehst, Christus? Vertiefe deine Liebesbeziehung zu ihm. Er sucht dich. Er möchte mit dir in dieser Liebesbeziehung stehen. Ich will dir jetzt ein paar Tipps weitergeben, die wichtig sind zu bedenken, wenn wir in solche Kämpfe, Attacken, Herausforderungen, wie auch immer es genannt wird, wenn wir da drin stehen. Das erste ist, zieh dich zurück aus dem Getümmel der Auseinandersetzung, in der du aktuell so heftig stehst. Wie macht man das? Indem man wirklich einen Schritt zur Seite geht, indem man sich bewusst das Wort Gottes nimmt, indem man bewusst sich distanziert und den Gedanken, die so im Kopf jagen, dass man bewusst sagt, stopp, in dem Namen Jesus, hier gehe ich nicht weiter. Das lasse ich jetzt erstmal hier
in dem Sinne ruhen, in Anführungszeichen. Erst frage ich den Herrn, erst suche ich den Herrn. Vielleicht ist Fasten dran, vielleicht ist eine ernsthafte Hinwendung an den Herrn dran. Erstmal rausgehen aus diesem Getümmel. Und wenn du im Getümmel mit Menschen bist, in Auseinandersetzung mit Menschen, man muss nicht zu allem etwas sagen. Man muss nicht vorschnell irgendwelche Dinge sagen. Das Zweite ist, entscheide dich auch von den Unmöglichkeiten wegzuschauen. Diesen Gedanken hetzen, diesem Verlustdenken, diesen negativen Stimmen, dass du nicht ihnen ständig zuhörst und ihnen Raum gibst. Ich weiß, wie diese Dinge laufen. Aber das ist immer mein Bestreben, das ist immer mein Gebet an den Herrn. Das ist immer etwas, was ich suche, was ich unbedingt lernen möchte. Weg von den negativen Erwartungen hin zu den Verheißungen. Da bin ich echt manchmal gefährdet. Dass ich schon denke, ja, dann wird das aber so und dann wird das aber so. Und auf einmal türmen sich diese negativen Dinge auf und ich weiß dann gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Das ist das, wenn ich sage, du musst lernen, das abzuschneiden, abzutrennen von dir und diesen Erwartungen nicht Raum zu geben, diese negativen Erwartungen, sondern eigentlich erwarte Wunder. Das, was wir über die Wochen jetzt immer wieder betrachtet haben. Erwarte Wunder, streck deine Erwartung aus, dass der Herr eine Lösung für dich hat. Dass er auf Wegen eine Lösung sendet, an die du gar nicht gedacht hast. Dass er tatsächlich oft schon Lösungen geschaffen hat, bevor wir überhaupt daran gedacht haben. Der Herr möchte, dass wir ihm zuhören. Weißt du, diese Beziehung zu Jesus, die ist ganz fest daran angeschlossen, verknüpft, dass wir ihm zuhören. Und das beste Bild dafür ist Maria, die zu den Füßen Jesu sitzt. Und es gibt nichts Wichtigeres als das, dass sie zuhört. Diese Herz-zu-Herz-Beziehung, diese Zeit mit dem Freund verbringen. Ich weiß, wir sind oft mit unseren Zetteln und langen Listen da und Jesus macht dieses und hey Jesus, du weißt doch das und Jeschua, du hast doch schon gehört, dass ich in Bedrängnis bin. Und dann zählen wir auf, was wir alles brauchen, aber eigentlich liebt er es, mit uns Zeit zu verbringen. Und in dieser Zeit spricht der Heilige Geist mit uns, spricht zu uns, spricht über die Situation mit uns und sein Wort kann uns erreichen. Das Vierte ist, nimm dir Zeit im Gebet zu bleiben. Manchmal gehen wir zum Gebet und 2 Minuten, vielleicht sind es noch nicht mal so lang, sind wir schon wieder bei den Problemen oder den Dingen des Alltags, für die wir ja eigentlich hier jetzt sitzen. Nimm dir Zeit im Gebet, trage deine Bitte vor den Thron Gottes und lass dein Flehen mit Danksagung zu Gott emporsteigen. Das ist dieser Vers aus Philipper 4. Flehen und Danksagung. Oft habe ich gedacht, ey, das sind wirklich 2 gegensätzliche Dinge. Wie kann man flehen, was doch so ein bisschen negativ gepolt ist, und gleichzeitig dankbar sein? Wie soll ich dankbar sein in einer Situation, die mich eigentlich überrollt hat? Lass dein Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist auch etwas, was ich mehr und mehr lernen will, was ich einüben will, dass ich dem Herrn danke, dass er schon etwas hat, womit er mich versorgen wird. Dass er etwas für meine Kinder hat, für meine Enkelkinder, für die Dinge des Dienstes, dass er etwas hat, was er schon vorbereitet hat, was er mir zukommen lässt. Nie sah ich einen Gerechten um Brot bitten. Betteln. Herr, ich danke dir, du wirst einen Weg schaffen. Herr, ich danke dir, du hast schon eine Lösung. Herr, ich danke dir, du wirst mir durchhelfen durch dieses Tal der Schmerzen, durch dieses Tal der Bedrängnis, durch diese ganzen Geschichten. Du wirst mich hindurchbringen. Ich weiß,
du wirst dich meiner Sache annehmen. Du wirst eine Tür öffnen, die die Dinge zu meinem Guten, sogar zu meinem Besten mitwirken lassen wird. Das kannst du ja lesen in Römer 8, Vers 28. Lass dich gerade jetzt nicht davon abbringen, das Wort Gottes zu lesen und dir vom Heiligen Geist dienen zu lassen. Lass dich nicht davon. Viele Leute, die in Bedrängnis, in Attacke und in diese Kampfsituation mit dem Feind kommen, oft ist es das Erste, was sie tun, dass sie sagen, ich kann überhaupt nicht Bibel lesen. Ich kann überhaupt nicht beten. Aber schau, das ist der Punkt, um den es hier geht. David stärkte sich in Gott, seinem Gott. Wenn deine Beziehung zu Jesus tief ist, wenn sie belastbar ist, wenn sie reich ist an all diesen Dingen, die du von ihm bekommen hast, dann wirst du in der Situation, in der du bist, als erstes sein Wort suchen, weil sein Wort ist Kraft, sein Wort ist doch Zuversicht. Wir haben dann nichts anderes als nur menschliche Ratschläge, und mit denen kannst du nichts anfangen. Als David in dieser bedrängenden Lage war, stärkte er sich in Gott, seinem Gott. Wenn du und ich, wenn wir in diese Lage kommen, dann sollten wir als erstes im Wort Gottes suchen, graben, nicht nachlassen, immer wieder studieren. Was meint er hier? Was sagt Jesus hier? Wie hat er sich verhalten? Was hat er getan? Das ist das, wo wir unsere Proklamationen ziehen, wo wir unsere Verheißungen ziehen. Denn nur sie werden uns durch diese Dinge hindurch zum Sieg führen. Ja, lies doch in den Psalmen. Lies in den Psalmen, lass dich von der Kraft, Substanz der Psalmworte beschenken. Lass dich von dem Vorbild Davids in seinen Gebeten und Liedern, in seiner Dankbarkeit trotz der Umstände, lass dich damit beschenken und ermutigen. Und der siebte ist, bitte den Heiligen Geist, dass er deine geistlichen Herzensohren und deine geistlichen Herzensaugen, dass er sie wirklich öffnet. Bei der Konferenz haben wir davon gehört. Das ist das, wo wir immer wieder reinbeten. Herr, öffne meine Augen, öffne meine Ohren, dass ich höre und sehe. Öffne mein ganzes Herz, dass ich viel, viel mehr in die Beziehung zu dir hineingehen kann. Lass mich das Wort deiner Gnade hören. Lass mich empfangen, was der Heilige Geist sagt. Kümmere dich um die Person, um das Reden, um die Stimme des Heiligen Geistes in dir. Er ist in dein Herz ausgegossen. Du verfügst über diesen Reichtum seiner Fülle und Gnade. Er ist in dir. Es braucht keine umständlichen Rituale oder irgendwelche Dinge, um mit dem Heiligen Geist zu sprechen und seinen Rat und seinen Trost und seine Ermutigung zu hören. Ich schließe mit einem Vers aus Psalm 94, also eigentlich 18 und 19. Da sagt David, und das ist etwas, was sein Zeugnis war. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Gnade, Yahweh. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Das ist dieser Psalm, der uns Zuversicht und Hoffnung gibt. Wenn ich auch sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Güte, Yahweh. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Herr, und genau das ist es jetzt, was ich bete hier für alle Teilnehmer, die hier im Livestream sind. Wo unruhige Gedanken sind, viele ungelöste Dinge sind, viele Attacken sind, viele Herausforderungen, viele Dinge, wo der Feind wirklich dran ist, uns zu attackieren, uns
zu schädigen, uns zu berauben und uns umbringen zu wollen, uns zu trennen wollen von der Güte Gottes. Herr, ich bete, dass du uns das öffnest, dass wir hören, dass der Heilige Geist sagt, wenn viele unruhige Gedanken in dir sind, meine Tröstungen werden dein Segen sein. Meine Tröstungen werden dich segnen. Meine Tröstungen sind bei dir. Lass dich erheben. Lass dich ermutigen von dem, was der Herr für dich hat. Gott hat mehr für dich. Amen und Amen.